Auf nach River City. Aber vorher? Nein. Machen wir eine große Speicherdatei. Und dann gehen wir nach River City. River City. Natürlich. Zugang zu River City verschaffen. Hol ich mir noch ein bisschen gutes Karma. Ich habe 7 Stück. Das Sie haben mir schon so viel geholfen. Ja, komm hier. 7. Ja, komm. Prost. Mahlzeit. Tschüss. Hervorragend. Es ist dunkel. Harrod, was macht denn der schon wieder hier? War der nicht gerade in Canterbury? Durst. Jetzt magst du mich aber verarschen, schon wieder Durst. Das geht mal gar nicht, ne? Okay, pass mal auf. Machen wir ganz einfach. Randale, oh. Overlook, drive in. Randale, oh. Fairfax, Independence, Robco-Werke, Tenpenny Tower, Warrington Station, Güterbahnhof. Machen wir mal Tenpenny. Eigentlich nicht Tenpenny, aber... Nein, da will ich nicht rein. Ich kann mir was Schöneres vorstellen, als bei Tenpenny reinzugehen. Der Penner. Ich möchte da unten hin. War das jetzt hier unten oder war das da vorne? Es war, glaube ich, da vorne, ne? Oder war das hier? Hier war's. Wir haben schon so lange nicht mehr geschlafen. Dass ich gar nichts mehr weiß, wann ich das letzte Mal geschlafen habe. Oh, ein Hämmerchen. Und einen Aschenbecher nehme ich mit. Die Firma dankt recht herzlich. Speichern. Es ist 12.43 Uhr nachts. Sag mal, 5 Stunden, nein, sagen wir 8 Stunden schlafen. Dann sind wir schön ausgeruht. Können wir weitermachen. Ah, guck, schau, die Sonne. Man soll ja nicht direkt in die Sonne gucken. Ey. Egal. Oh, Stingersee. Warum soll ich eigentlich erst da auf? Dann da und dann da. Und dann dahin. Das ist eine Nebenmission. Der Pisser mit seinem... mit seinem Auftrag. Wir müssen... zu diesem komischen Ding. Glaube ich, im Technischen Museum müssen wir rein und dort etwas holen. Ah, es geht. Hallo. Vera Wetterly. Freut mich, dass wir uns wiedersehen. Wie ist es so, auf einem riesen Schiff zu leben? Hier ist es laut, dunkel und miefig. Hier sind wir in Sicherheit. Es gibt weder Supermutanten noch Raiders. Vielleicht findet Dr. Lee auch eine Möglichkeit, sauberes Wasser zu besorgen. Natürlich. Was ist Dr. Lees Geschichte? Sie ist nicht sehr gesellig. Sie bleibt immer in ihrem Labor im Heck. Sie ist klug. Ziemlich klug. Hm, natürlich. Auf Wiedersehen, Vera. Auf Wiedersehen. Na, 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 na. Hallo. Teilen Sie sämtliche Auffälligkeiten bitte mir oder einem Sicherheitsbeamten. Ach, hackle feucht. Wenn's... Wollen Sie mich überprüfen oder was? Einfach mal Hallo sagen. Und wie kommst du zurecht, seitdem du Graditch verlassen hast? Ach, Vera ist eine sehr nette Dame. Es ist super, dass Sie mich hierher gebracht haben. Ich meine, ich muss für Sie arbeiten, das Hotel säubern und so weiter. Aber sie kümmert sich wirklich um mich. Außerdem habe ich hier in River City Freunde gefunden. Alles dank Ihnen. Auch mit dem Mund so mit der Nase überm Boden. Staubsauger. Bis später. Muss los. Ein Schießeisen sein soll, dann sind Sie hier goldrichtig. Schrapnell, du siehst aus wie meine E-Mail. Ja, ich wusste ja, dass Sie es nicht schaffen würden, meiner Küche lange fern zu bleiben. Wie meine Großmutter, Gott hab sie selig. Ich bin hungrig. Hier ist unsere Speisekarte.
Natürlich. Nuka-Cola nehme ich mir gleich zweimal. Ah, die Stimbags, 8 Stück. Ja, man muss die Konjunktur ankurbeln. Ah. Scott Spachtel hat ja 2 Stück. Warum hat er... Ich frag lieber nicht. Was könnte ich dir verkaufen? Nix. Eigentlich. Was könnte ich dir noch verkaufen? Ich habe nichts zu verkaufen. Sollten wir Charmeur-Outfit? Nee. Vergiss es. Ein weiterer zufriedener Kunde. Solltet ihr hier noch einen Kunden lassen? Vielen Dank für den Besuch in Gary's Galley. Rotten und etwas Wasser. Willkommen im Quick Fix. Es ist schön, Sie wiederzusehen. Sind Sie auf der Suche nach einem Quick Fix? Die hat auch dieses Merkmal da oben, diese Tätowierung. Ihr Mann ist also... Was haben Sie zu verkaufen? Wir haben alle Arten von Medikamenten. Dann gib doch. 2x das da. Nehme ich gerne. 7 Stimpaks. Ich habe Geld, ich kann es ausgeben. Gummibonbons. Schade. Gummibonbons brauche ich nicht. Ich bräuchte Kaugummi. Kaugummi hat eine andere Wirkung wie im normalen Spiel. Schade, dass ich das nicht finde. Ein weiterer zufriedener Kunde. Zeit für mich zu gehen. Sie werden bestimmt bald wieder hier sein. Haben Vielleicht. Sie noch genug für einen Drink? Willkommen im Potomac Attire. Ich glaube, ich hab sie... Ja, komm, hör auf, mich hier voll zu labern. Bis bald. Nein! Ich könnte schon von dem Kampf von Muddy Rudder letzte Nacht gehört. Ey. Haben Sie etwas gefunden, das Ihnen gefällt? Geschäfte machen. Sie kommen sofort. Ja, komm, erzähl mir mehr davon. Herziehender Bleistift, Brahmin Hautoutfit nehme ich dir ab. Die neuen Stimpaks. Ödlandsiedler Outfit. Sturmjägerhut ist leider schon fertig repariert. Kann ich also nicht gebrauchen. Ein weiterer zufriedener. Bis bald. Ja, tschüss. Er wird ein paar Tische und Stühle ersetzen müssen. Sie wird sicher. Ich kenne sie nicht und schere mich nicht um. Sind ganz harter Bursche. Wollen Sie sich mit mir anlegen? Das wäre Munitionsverschwendung. Gehen Sie lieber, bevor Sie von der Sicherheit verhaftet werden. Hätt's wohl gern, ha? Wenn Sie was wollen, dann sagen Sie es einfach. Andernfalls. Junge, du siehst aus, als wär dir einer mit dem Ding über den Schädel drüber. Noch nie was von einem Typ namens Pinkerton gehört. Soll ich das schon machen? Also gut. Dieses Genie? Ja, hab von ihm gehört. Soll Rivet City gebaut haben. Die denken wahrscheinlich, dass er auch das Brot erfunden hat. Idioten. So wie du. In letzter Zeit wurden ihm sogar die Schuld für die Geräusche im defekten Bug gegeben. Jeder mit einigermaßen Durchblick weiß, das sind nur Meyerlurks. Kriegsgerät kaufen. Was suchen Sie denn? Das, was du nicht hast. Oder zu wenig davon. Warum kaufe ich die Dinger eigentlich? Brauchst du doch gar nicht. Oh, 138 Schuss. Ich nehme es aber trotzdem mit. Fatman. Vorhin hatte ich noch einen Fatman. Naja. Kampfhelm. Der hat wirklich nur Scheiße drin, oder? Stimpaks, 8 Stück. Naja. Vorkriegs, schmutziges Vorkriegs-Business-Kleid. Her mit. Schmutzig Vorkriegs-Business-Klamotte. Ich nehm's zurück. Er hat wirklich nicht sehr viel. Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Kommen Sie bald. Der Rest ist scheiße. Oh, guck mal, hier. Seagrave Holmes. Wie geht's? Mein Name ist Seagrave. Der kleine Bruder von John Holmes. Na, du kleiner Stecher. Haben Sie eine T-51B? Das ist die Armorrüstung von der Army. Von der Bruderschaft, nicht von der Bruderschaft, von Broken Steel. Was für ein Ding? Wenn Sie hier nur den Klugscheißer spielen wollen, dann gehen Sie woanders hin. Aber wenn Sie was verkaufen wollen, sind Sie bei mir goldrichtig. Das ist ein Zipfklatsche hier. Was haben Sie zu verkaufen? Ich habe von allem etwas. Na, zeig's halt her, oder? Mach nicht lang rum. Meine Fresse, ey. Kampfrüstung. Puh. Lederrüstung. Puh. Mikrofonszellen. Ödlundhelm. Blastmeisterrüstung. Vergiss es. Oh, Reinigungsmittelkartönchen. Den will ich nicht haben. Die Stimpaks nehme ich dir alle ab. Ja, den Schraubenschlüssel nehme ich. Dann nehme ich auch das da hier.
Outfit eines Umherziehenden, den Helm nämlich, der Motorradhelm. Warum ist der eigentlich voll ausgebaut? Den Schlaggrillen nehme ich noch mit. Den Motorradhelm kann ich nicht gebrauchen. Dann nehme ich noch die Lederrüstung. Die Kampfrüstung eigentlich. Naja, nehmen wir mal mit. Ich weiß. Oh, ich banne die Munition. Oh, Altmetall auch noch. Buttermesser, Energiezellen, Flammenwerfer. Der hat einen Flammenwerfer, der Typ drüben hat einen Flammenwerfer. Und ein Rechen. Das wird sich irgendwann rächen, akzeptiere ich. Mehr habe ich ja eigentlich auch nicht. Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich sollte gehen. Und jetzt leihe ich dir gleich wieder die Kohle aus dem Sack, du. Warte mal auf, ey. Vogel. Umherziehende Blasterrüstung. Söldner, bla bla, wo ist denn die Lederrüstung? Ach, da oben ist sie. Ne, hier. Ödlandsiedler. Was haben wir denn hier? Baseball, Schachbrett, Ödlundhelm. Bügeleisen nehmen wir mal. Brahmin Hautoutfit, Business-Klamotte, was ist denn? Baseball, Ledergürtel, Schachbrett, Clipboard, Reinigungsmittel. Ach, reinigen wir sie mal kurz. Dann ziehen wir mal kurz ein Schachbrett. Nein, Baseballhandschuh. Ledergürtel nehmen wir noch. Ist ja auch eine Lederrüstung, da müssen wir Leder nehmen. Baseballhandschuh. Nehmen wir noch ein Schachbrett. Ein Clipboard nehme ich noch. 177. Die Blitz und das und das. Schmutzige Business-Klamotte. Übles Nachteile. Hier, das kann ich nicht reparieren. Ramen Haut Outfit. Chinesische Tarnrüstung auch nicht. Ah, apropos Hilfe. Habe ich nicht vorhin noch was aufgelesen? Ist ja wurscht. Sehen Sie sich um. Gleich nicht mehr. Du hast von allen etwas, ich weiß. Gleich nicht mehr. Jetzt nehme ich dir erstmal deine ganze Kohle ab. Das geht ganz schnell. Die Kampfrüstung. Mit der Lederrüstung. Und dann habe ich noch die Blasmeisterrüstung. Das war's schon. Ödland. Ach, dann nimmst du das hier noch. Das kann ich nicht verkaufen, das ist hier Nebenstory-Dingsbums. Nebenquest, das brauche ich noch. Den Toaster, Charmeur-Outfit gebe ich nicht. Da kannst du lange drauf warten. Enklaven-Outfit, Nuka-Cola Quantum. Das war's. Den Holzhammer mit 12 Kilo. Hier, nimm den Holzhammer noch. Ich habe so viel Zeug dabei, ich kann das jetzt nicht alles mit mir rumschleppen. 2 Kilo Gewicht. Naja, es hat nicht ganz gereicht. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst... Bis... So, auf zu... Die ist voll. Toll. Ich hätte gern 2 Karotten und etwas Wasser. La 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 la. Servus. Hallo. Hallöchen. Hallo. Achso, der kam gerade die Treppe hoch. Servus. Wieso ist da jetzt schon wieder... Wir sind doch gerade erst rein. Ich habe doch gar nicht so lange gebraucht. Haben wir schon wieder abends? 1.41 Uhr nachts. Abends. Nein, Quatsch, wieso? Warte mal, 1.41 Uhr. Das ist mittags. 2:15 Uhr. Oder? 3, 4, 5, 6, 18 Uhr, 21 Uhr, 45, 22, jetzt haben wir früh. Wie, ich kann während eines unbefugten Zutritts nicht warten.
Du gehörst nicht hierher. Das ist nicht umsonst. Das sind wir Vögel hier, ey. Das glaubst du aber. Wo geht's denn hier hin? Das Wissenschaftslabor. Da wollen wir hin. Da muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Oh, wie wär's mit Buffout? Oder vielleicht ein wenig Psycho? Ne, danke. Ich hab genug davon. Achso, er will was haben. Das Labor, die Kirche und... Das ist das andere drum hier. Präservation. Nein! Die verkaufen hier Pariser. Präservative. Nicht doch. Hallöchen. Sieht alles in Ordnung aus hier. Da ist das Labor. Hier waren wir schon drin. Denke ich mal, oder? Waren wir doch drin, ne? Wenn das Püppchen nicht mehr steht, dann habe ich es bereits mitgenommen. Das könnt mir. Um was geht's? Hey, Sie! Sind Sie ein Laborassistent oder sowas ähnliches? Nein, dafür sehen Sie etwas zu verlebt aus. Kann man Ihre Dienste zufällig in Anspruch nehmen? Es spricht und auch noch mit mir. Kann das sein? Haben Sie ein Problem mit meinem Aussehen? Ich höre, kommt darauf an, worum geht's hier eigentlich? Willst du mich vergackeiern oder so? Haben Sie ein Problem? Wie amüsant. Sie haben meine Metapher als abschätzige Bemerkung missverstanden. Ich brauche jemanden von hier. Verstehen Sie? Jemanden mit Elan. Mir ist höchst privates Eigentum abhanden gekommen. Ich würde damit zum guten Arzt gehen. Der kann dir das Eigentum wieder annähen. Wenn es um deinen Fifi geht, meine ich. Entwende das Eigentum. Welches Eigentum? Kommt sie zur Sache, Zimmer, worum geht's? Eine Frau der Tat. Ich wusste, Sie sind die Richtige dafür. Eines muss klar sein. Es geht nicht um ein vermisstes Haustier oder ein Familienerbstück. Sie werden nach einem Androiden suchen. Wissen Sie, was ein Androide ist? Nein? Natürlich. Dachte ich mir schon. Wissen Sie, wir sind längst über die primitiven Kübel hinaus, die Sie Roboter nennen. Wir haben künstliche Intelligenz geschaffen, fühlende Maschinen. Künstliche Menschen, die nach unserer Programmierung denken, fühlen und handeln. Manchmal aber geraten sie durcheinander und laufen weg. Wie hieß der Film mit Maximilian Schell? Wo sie am Schluss in ein schwarzes Loch fliegen. Androiden eben. Also gibt es Vorschläge für die Suche nach dem Androiden. Ich muss jetzt los. Ganz recht. Verpiss dich bloß, du Häufle Elend. Anna Holt. Hallo. Dr. Lee, nehme ich an, ist das... Dr. Lee, warum ist die eigentlich da drüben? Wie komme ich dann rüber? Ach nein.